herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Der Hans-Peter steht noch hier, der kommt gleich wieder. Ich mache mal hier gerade das richtige Radio an. Und die Zeit auf 5 und heute fange ich mal alleine an. Habe ich jetzt einen Helfer aktiviert? LOL! Wenn wir einen Helfer nehmen, zahlen wir gar nichts. Dann machen wir gar nichts kaputt. Wir Helden. Tja. Hätten wir auch vorher dran denken können. So, ich fahre mal kurz zum Händler. Ich hole noch einen Buttermischer. Wir haben schon wieder 30.000. Achso, nee, das war der Auftrag. Ich hole noch schnell mal einen Buttermischer. Den stellen wir dann unten direkt an Hofladen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Dinger hat man, glaube ich, geklaut, ja? Den wie heißt er denn? Dieses Dings da. Gabelstapler. Muss ich gleich mal gucken, ob der noch da ist. Nee, der ist nicht da. Okay. Dann müssen wir gerade mal überlegen, wie wir das Teil da auf die Karre kriegen. Ich habe eine Idee, ich gucke mal, ob das klappt. Aber ich glaube eher nicht. Die andere Idee ist folgende. Die auch nicht funktioniert. Ich habe überlegt, ob ich den Anhänger vielleicht irgendwie umkippen kann, so dass ich die Spanngurte festmachen kann. Steht da. Warte mal, kann ich den Buttermischer nicht zurücksetzen? Was ist denn das Teil? Dann muss ich mal kurz mit dem Gabelstapler hinfahren. Kurz. Und gucken, dass wir das Teil da irgendwie transportiert bekommen. Ah, Tucker, 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 Tucker. Aber voll altmodisch. Der ist noch mit Benzin oder Diesel. Heutzutage gibt es kaum noch Gabelstapler mit Ding. Mit Verbrenner. Die meisten sind Elektro.
Pflanzen sterben eigentlich an. Ja, Pflanzen sterben ist aus. Warum denn das? Warum haben wir Pflanzen sterben aus? Macht ja sowas von keinen Sinn. Haben wir ja gar keinen Druck, irgendwas zu gewinnen. Okay, zu Hause haben wir, glaube ich, einen Frontlader. Ich schaue mal gerade nach. Schaufel. Big Pack Lifter. Ich glaube, das kriegen wir damit auch runter. So, dann ab die Post. Nach Hause. Überleg dir mal, du fährst wirklich auf der Autobahn mit 100 mit diesem Teil. Hinten dran. Der ist so hoch. Aber hier geht's gut. Wackelt nicht. Alles supi. So Leute, denkt auch bitte dran. Wir haben ja gestern oder in einer der letzten Folgen haben wir ja drüber gesprochen, dass wir Hof Bergmann einstellen werden. Das werden wir tun zur Folge 100. Also das ist Fakt. Also sogar hier gut rübergekommen. Sollen wir den Buttermischer einfach draußen hinstellen? Warte mal, auf welcher Seite ist der Einlass? Auf der. Komm runter. Perfekt. Naja, fast. Schiebe ich gerade noch den dahin, wo er hin muss. Ah, warte, wir müssen darauf achten, dass der Auslass so ist, dass wir ihn auch erreichen können. Vielleicht stelle ich doch einfach da drüben hin. So, und die Kisten können nämlich weg. Hallo? Ich könnte mal auch die Kisten nehmen und den Käse immer reinschmeißen. Passt schon mal. Jetzt mache ich hier gerade nochmal Platz ein bisschen für den zweiten. Oder ich mache die dazwischen als Platzhalter.
So, sehr schön. Dann hole ich noch die Fässchen, die schon oben sind. Tachchen. Willkommen. Thank you. Wir Helden, gell? Was? Wenn du einen Helfer anmachst, wird kein Schaden produziert. Helden sind wir. Ajo. Ajo. Nicht, natürlich. Es ist ja hier alles ironisch gemeint. So. Der eine Buttermischer ist schon richtig platziert. Den anderen hole ich jetzt gleich. Super. So, was gibt es denn zu tun? Keine Ahnung. Frag mich doch nicht solche schwere Sachen. Was für schwer, Alter! Kannst du zur Käserei kommen, den Käse aufladen? Mhm. Ich muss sowieso warten, bis der John Deere fertig ist, dass ich einen Frontlader krieg. Lecker Wasser. Da ist er fertig. Sehr gut, dann kannst du den zum Hof bringen. So, warte mal. Kommst du hier rein? Weil ich frage mich gerade, ob der Johnny hier reinkommt. Von der Höhe passt auf jeden Fall. Höhe passt. Reitest du das Problem? Bist du hoch? Du bist zu hoch. Okay. Ja, dann hoffe ich mal. Lol, der hat das Feld vom Nachbarn mitgedüngt, der Vollidiot. Ach, das passt um so 5 mm nicht. Ja, Johnny passt auf jeden Fall rein. Okay, will ich mal hoffen. Dann sonst haben wir ein Problem, meinst du? Sonst müssen wir halt den kleinen Dings da holen vom Händler. Den Gabelstapler. Wir haben noch einen Gator. Ach so. Ja. Man muss das Ding ja irgendwie wegschieben. Aber ich glaube, der John Deere passt schon rein. Der ist ein bisschen schmaler. Weißt du, weshalb du nicht reinpasst? Du hast Breitreifen drauf. Ja, Breitreifen Gewichte. Suchst du Arbeit oder wie? Nee, ich konfiguriere das zum normalen Reifen mit Gewichten. In der hofeigenen Werkstatt. Und ich repariere den mal. Meine Palettengabel. Wenn nicht, probiere ich es mir mit dem 3-Punkt-Dings da. Big Pack Lifter. I tried. So. Eier habe ich gestern schon raus. Vorgestern, glaube ich. Ich will nur gucken, ob ich jetzt reinpasse. Ja, pass ich. Aber ich bin zu hoch. Dann hoffe ich mal, dass ich nicht auch zu hoch bin. Der sollte da reinpassen. Ich sollte da reinpassen, ja, ich hoffe mal. Ja, du schon mal nicht, aber der Traktor zumindest. Nee, passt nicht. Geht nicht. Wenn man fahren könnte, dann wäre das auch nicht. Ich hole mal erst den anderen Anhänger raus, weil sonst wird sowieso schwierig. Mhm. Nein, der ist zu hoch. Der ist zu hoch. Wirklich? Ja. Das Dach passt nicht. Ach, lol. Schande. Ey, so viel Maschinen hier und nichts passt. Mhm.
Och. Nein, was mache ich? So, warte mal, ich hab dir deinen Anhänger hingestellt für den Käse. Mhm. Dann hole ich jetzt das Fässchen mal raus. Oh, da ist immer noch Milch drin. Wo ist denn der Anhänger? Ach, da ist er schon. Ja, kannst du den Käse draufladen. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Dinger hier rauskriegen. Gib mir mal einen Käse, bitte. Danke. Ist ja gut, dass der Käse durch die Wand backt. Fahr mal den Gator weg. So nicht. Ah, der hat oben nur Kollision und unten nicht. Oh, jetzt habe ich es hingelegt. Aber ich habe es gleich draußen. So. Zum Glück hat der Käse Kollision. Warum liegt hier eigentlich die Werkzeugkiste? Weil die auf dem Gator war. Die hat auch Kollision, gell? Ich schmeiß die mal dagegen, vielleicht klappt's. Kannst du mal den Käse vorne nehmen und vorne ein bisschen hoch? Wie? Hä? Ja, so von hinten. Ja, weil der hängt da. Ja, genau. Der hängt nämlich da an der Kante, weißt du? Mhm. Na, was? Ja, wenn man jetzt noch ein bisschen drehen, dann müsste es eigentlich fast klappen. Dass wir mit dem Anhänger herankommen. Mit John Deere. Das komme ich doch nicht mal an. So. Tja, warte, mach mal Platz hier. Ich komme mit dem kleinen Gerät. Doch, jetzt kriege ich den Käse dann nicht mehr raus. Passt das eigentlich mit der Trommel oben, dass die da dazwischen passt oder nicht? Was meinst du? Ja, das. Ja, es passt. Geil. Was ein Geschäft hier. Gut, Freunde. Aber. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen, ne? Ne wahr? Ich nehme das Gato fast gleich mit. Und wenn es euch gefallen hat, schaut gerne auch morgen wieder um 19 Uhr rein. So viele Folgen habt ihr nicht mehr zum Gucken. Und ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.